Hallo, da bin ich wieder zurück mit einer neuen Folge. Zanzi zieht aufs Land. Halt, nicht weglaufen, Ski. Ich muss doch deinen Finger zeigen. Nein. Doch, hier. Warte mal, sieht man irgendwas? Das ist der Unfall von letzter Woche. Hier, da unten drunter wurde es gebohrt. Aber es hat sich Gott sei Dank relativ gut wieder erholt. Ne? Ja. Jetzt kann man es ja zeigen. Letztes Mal wollte ich es nicht zeigen, weil da sah es ein bisschen blutig aus. Was? Warum schüttelst du den Kopf? Du hast den ganzen Tag auf der Wiese gelegen. Hm? Ja, genau. Was haben wir geschafft? Achso, ich muss euch was erzählen. Wir werden das Fenster doch neu bestellen. Ich hatte es ja auch nochmal in den Kommentaren gelesen. Ben hat es auch nochmal gesagt. Ja, seid ihr sicher, dass ihr das wirklich wollt? Und das große Problem ist halt, dass man hier, obwohl die Küche so groß ist, sonst gar keine Arbeitsfläche hat, bis auf den Teil hier vor dem Fenster. Also da ist halt ja wirklich der meiste Platz. Moment, ich gehe nochmal kurz ein bisschen zurück. Man hat ja hier die Ecke, die ist ja weg mit Herd. Dann hat man hier die Spüle und hat dazwischen vielleicht nur so ein ganz kleines bisschen Platz. Dann hätte man hier nur so ein bisschen Platz. Und dann würde es ja hier quasi runtergehen, dann könnte man da zwar Sachen ablegen, aber man kann halt dann da nicht arbeiten, weil das ist halt irgendwie so auf, ja, unter Hüfthöhe und das ist halt schon sehr niedrig. Und dann kommt aber ja schon der Tresen, der hier so rausgeht und der wird ja erhöht. Das heißt, so ein bisschen in die Richtung raus, dann kann man da sitzen. Das heißt, man hat eigentlich gar keine Arbeitsfläche, trotz der großen Küche. Das heißt, wir werden jetzt, so wie es aussieht, das Fenster nochmal neu bestellen. Das heißt nicht nur, dass es halt auch noch teurer wird, sondern es heißt vor allem auch, dass wir 10 Wochen wahrscheinlich warten müssen auf das neue Fenster. Und in der Zeit, dass hier natürlich alles nicht zumachen können. Ja, das heißt, man kann hier dann nicht großartig weitermachen. Man könnte vielleicht schon mal die Küche bestellen, aber es ist nicht so, dass wir nichts zu tun hätten, ne? Ich wollte es nur mal sagen. Aber es ist dann natürlich wieder ein bisschen was anderes. Im Badezimmer können wir ja auch nicht weitermachen aktuell, weil die ganzen Einbauten noch nicht da sind, weil die halt auch so lange Lieferzeiten haben. Ich will gar nicht wissen, wie lange die Küche letztendlich dann noch dauert. Das heißt, es geht dann die ganze Zeit nur noch ums Warten und eigentlich müsste man jetzt planen. Ich bin da dran, ja? Ich sage auch immer, wir müssen unbedingt die Küche machen, weil es wird ewig dauern. Aber immerhin, das, was ihr vielleicht gerade schon gesehen habt, das hier ist passiert. Das heißt, hier haben wir schon einen Teil der Wand bis da, ne? So, dass man halt da ans Fenster noch rankommt. Hier ist quasi dann alles schon dicht und Charlo hat nochmal das hier gespachtelt. Also, beziehungsweise das, was wir da mit Ellie zusammen gemacht hatten und hatte hier vorher dann auch nochmal Putzschienen dran gemacht. Da, Moment, da kann man es vielleicht besser sehen. Sowas. Und der Vorteil ist, wenn man halt irgendwie auch mal gegen diese Ecke stößt, dass da nichts abbröckeln kann, weil man dann halt wirklich auch eine feste Ecke hat. Da stößt man dagegen, nachher hat man dann da irgendwie eine Abplatzung oder sowas. Das ist dann ein bisschen besser, wenn man da noch eine Putzschiene zwischen hat. Aber naja, gut. Ja, das hier, das ist auch immer noch ungerade. Muss man wahrscheinlich auch nochmal gucken. Aktuell geplant für heute ist der Teil hier, der Flur. Ihr seht ja, das haben wir nicht gemacht. Das war damals noch von Charles Papa. Der hat hier so ein bisschen angefangen gehabt, alles runterzukratzen. Ich meine, die Tapeten sind ja schon weg. Man sieht aber hier noch diese kleinen Schnibbis überall. Die muss ich dann, oder müssen wir dann nochmal vorher abmachen. Dann gut grundieren und dann dürfen wir hier mit einem Feinspachtel ran. Und dann sowas hier zum Beispiel. Das sind ganz viele kleine Löcher. Da muss wahrscheinlich dann auch noch Putzschiene dran. Ich keine Ahnung. Muss ich mal Charlo fragen, was er sich da vorgestellt hat. Dann hat er hier an der Wand auch noch weitergearbeitet. Ah, guck mal. Du bist immer noch verewigt. Yeah. Ah, wow. Hier muss man das dann nochmal machen. Ja, locker. Ja, genau. Ja, ach so, und das ist auch neu. Das hat er hier oh Gott, fällt das Mikro gleich runter? Nee. Das hat er hier abgeklopft. Was hat er gemacht? Ich weiß nicht genau, was er gemacht hat. Auf jeden Fall ist es jetzt hier freigelegt. Vorher war das ja auch noch so in der Art. Und hier wird es ja quasi nicht ganz so tief kommen, weil man sich sonst den Kopf stößt und dann kommt da noch so ein Brett davor nur und dann wird die Decke halt erst ein bisschen weiter hinten abgehängt. Also das haben wir jetzt dann quasi auch schon mal fertig. Hier wird es ja sowieso alles noch abgehängt, da kommen ja die ganzen Kabel noch drunter. Ja, wir gehen jetzt erstmal mal wieder einkaufen, ne? Wir sorgen uns immer um das Wohlergehen. Kaufen nochmal eine Kiste Wasser, bringen den Pfand weg, holen Brötchen. Noch was? Ist noch irgendwas, was ich vergessen habe? Ist bestimmt wieder irgendwas passiert, irgendwelche Kabel oder sowas, was man hier nicht sieht. Oder irgendwas an Leitungen oder so, keine Ahnung. Ach so, ja, und da drunter übrigens in der Decke ist ein Wespennest. Perfekt, richtig gut. Keine Ahnung, wie man das entfernt, ob man da irgendwie nochmal dazwischen muss. Ja, so, wir gehen los und dann geht's nachher weiter mit, keine Ahnung, was. Ach, boah, Leute, ich bin gerade so angenervt. Die ganzen Brennnesselsamen, die wir so lange gesammelt haben, die sind alle verschimmelt, weil die halt im Keller hier waren und das war zu feucht. Und letzte Woche war ja so Stress hier. Ben war krank, Charlo hat sich den Finger gebohrt. Alles war irgendwie total mega stressig und deswegen hat da keiner mal die Samen gewendet. Wahrscheinlich waren sie da sowieso schon verschimmelt. Ben meinte noch, ja, sollen wir sie mit nach Hause nehmen? Ich habe nur gesagt, boah, nee, es sind zu viele Viecher drin. Da war alles voller Tiere. Also von Schnecken über Spinnen über, keine Ahnung, alles. Es war einfach alles drin. Deswegen habe ich nur gedacht, ja, okay, wir lassen es erstmal hier, ne, und dann wenden und ausbreiten und so, aber ich muss mich
gerade zusammenreißt, weil ich mich so aufrege. Jetzt haben wir hier für 1,50 so eine Kelle gekauft. Die Brennnesseljauche ist auch angeschimmelt, weil man muss sie ja eigentlich jeden Tag umrühren. Ich habe sie ja jetzt natürlich immer nur, wenn wir da sind, halt umgerührt. Jetzt ist schon Schimmel drauf. Perfekt. Jetzt machen wir erstmal den Schimmel da irgendwie oben ab. Und dann hoffe ich, dass das trotzdem irgendwie noch funktioniert. Was sagen Sie dazu? Nein, nicht weggehen. Hier. Da, überall Schimmel drauf. Boah, ey, ich bin so ge... Naja, wir versuchen es jetzt erstmal. Ich versuche es irgendwie abzuschöpfen oder so. Boah, das ist so eklig. Ich weiß auch nicht, ob man das rausholen muss hier. Die Dinger. Nimm mal eine Nase. Riechst du? Lecker, ne? Oh nee, da ist überall Gras. Kein Geld. Weißt du, man kann die essen? Nee, die sind noch gelb. Ach shit, ich dachte, die ist schon fertig. Oder wie sehen die aus, wenn die fertig sind? Die sind doch dann rot, oder? Ich traue mich jetzt nicht, das darüber zu schütten. Das ist so stinkig dann, oder? Ich meine, gut, aber eigentlich macht man das ja so. Ich mach das jetzt, oder? Was sagst du? Soll ich tun? Ja. Hä, hat sich das hier vermehrt? Vielleicht nicht auf die Beeren. Vielleicht sollten die Beeren danach dann irgendwie waschen. Oh, naja, gut. Okay, es ist jetzt drauf. Es ist egal. Ich weiß auch gar nicht, ob mein Kräuter überhaupt so düngen soll. Die sehen tatsächlich eh nicht so gut aus, ne? Oh, die Zitronengelüste sieht auch nicht so gut aus. Das Einzige, was richtig gut aussieht, ist hier Oregano und dieser Salbei. Der wächst irgendwie richtig toll, ne? Der Ananas-Salbei. Oh, und die Cocktailminze. Eventuell kriegen die zu wenig Sonne hier. Eine Brombeere. Oh, immer noch so süß. Sauer. Ja, bitte? Da ist doch auch immer jemand dran, das gibt's doch gar nicht. Nein, jetzt muss ich noch so eine stinkende Suppe holen. Was machst du da? Ich fülle das um in alte Wurstgläser und alles Mögliche, was wir sonst noch so gesammelt haben. Ja, ich weiß noch nicht so, wohin damit, weil das, ich hoffe, ich treffe, wenn ich daneben treffe und meine Hand stinkt, weil ich einmal daneben getroffen habe. Warum lachst du so? Oh nee, ey. Deswegen habe ich gesagt, ich hätte so gerne so eine Metallkelle gehabt mit so einem... Wie heißt das? So ein Ausfüll. Füll doch mit so einem Schlauch um. Steckst den Schlauch da in die Tonne. Saugst dann saug ich dran, ne? Saugst du dann da dran? Nee, du. Nee. Nee, ich will nicht. Kann ich es vielleicht einfach auf den Boden stellen und das dann machen? Nein, mach mal so. Nee. Oh, es geht ja. Wie viel passt denn in so ein Glas? 300? Wie viel ist da drin? Keller auf Ex. Boah, wie viel? Na, eine reicht. Nee, für wie viel? Ach so. Ist egal, was du sagst, mach ich eh nicht. Lecker. Wohin damit? Keller? Sollte auf jeden Fall nicht springen im Winter. Stinkbombe. Naja gut, aber es geht. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich da voll machen soll. Ich meine, prinzipiell brauchen wir sie ja auch nicht im Winter, ne? Normalerweise düngt man da ja nicht. Wir haben es eigentlich eh viel zu spät gemacht. Meinst du, das ist nächstes Jahr noch gut? Klar. Boah, diese Viecher, die hier rumfliegen. Boah, die Fliegen finden das ganz toll. Macht man so einen Halm auch rein? Nee, ne? Was für ein Halm? Ja, hier sind so Brennnessel-Dinger halt noch da drin. Ein Halm? Ja. Nichts passiert. So, ich muss jetzt hier so ein bisschen den Putz runternehmen, weil der fällt eh runter. Und Chan meinte, ich kann einfach so... Dann sieht man schon, was von alleine quasi runterkommt. Das hier. So viel, wie jetzt hier runterkommt, muss dann auch weg. Oh mein Gott, das ganze Haus fällt auseinander, Hilfe. Ich habe für Angst, dass sich da jetzt irgendwie irgendwas auflöst. Ja, es löst sich, das ganze Haus löst sich auf. Ja. Oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung, wann ich aufhören muss. Ich habe nur gesagt, man hört das, wenn man hier so... Das hört sich anders an. Da? Keine Ahnung. Nee, das hört sich eigentlich auch ganz gut an, oder? Hier. Schie, was mache ich denn, wenn jetzt da die Steckdose drin ist? Steckdose? Ja, also der Schalter meine ich. Nicht, dass der Schalter jetzt hier dann... Der ist ja festgegipst eigentlich, oder? Der ist doch hier... Das ist doch neuer Putz. Reicht das vielleicht sogar schon? Guckst du mal, ob das schon reicht oder muss ich hier oben auch noch? So, fertig mit Essen. Wir legen jetzt hier doch noch mal was aus unten drunter, weil wir das jetzt nass machen. Wir müssen es eh gleich noch mal grundieren. Habe ich gedacht, dann decken wir lieber doch gleich noch mal den Fußboden ab. Nicht, dass der irgendwie nass wird, weil der ist ja so, das ist so Hartpappe. Und dann können wir nämlich jetzt hier auch noch mal die Wand ansprühen.
Und dann geht das hoffentlich einfacher. Erzähl mal, was machst du da? Die Kelle runterschmeißen. Ich arbeite mit Feinspachtel. Das ist ein bisschen einfacher. Das ist nicht so mit dem Dicken da, aber wir versuchen jetzt erstmal alles quasi glatt zu kriegen, weil wir haben ja überall diese kleinen Löcher. Und der hält relativ lang auch so, ich sag jetzt mal weich. Ich muss jetzt erstmal üben. Ich muss erstmal üben, dass ich das überhaupt, wie ich den überhaupt halten muss, damit ich das glatt kriege. Wenn man sowas hat, ist es wohl nicht so schlimm, hat Charlotte gesagt. Das kann man danach dann wieder wegspachteln. Wie sieht's aus? Da sind so viele Löcher. Ist ja auch nicht gut, ne? Das sieht gut aus hier. Aber nur das kleine Stück. Ach, ich befürchte, ich bin da zu perfektionistisch. Oh je. Warum klebt denn hier immer noch so viel? Muss ich das irgendwie so runterschieben oder so? Ich mache einfach mehr drauf. Oh nein. Ich habe das daran geklatscht. Ach, das ist so eine komische. Das war gut. So eine komische Blasen. Ah, jetzt sehen wir dann gleich, ob wir auch die Tapete gut weggekriegt haben vorhin, ne? Wir hatten eben schon so einen kleinen Schnipsel. Also so schlecht sieht es nicht aus, oder? Guck mal. Ich habe gedacht, ich bin viel schlechter. Wie kriege ich denn das? Ich will das hier ranhaben. Das geht nicht. Ich schiebe das einfach so ein bisschen nach unten. Gott, ich sehe das schon. Da ist ein Haar von mir. Nein. Das wollen wir hier nicht in die Wand spachteln. Ich glaube, das sieht man nachher noch nicht. Doch, das sieht man. Man sieht ja sogar so ein kleines Stückchen Tapete. Aber das wird jetzt nicht lange reichen. Mit dem ist das echt sehr viel einfacher. Monchi. Guck. Ups. Schade, hat das mal von unten nach oben gemacht. Das Ding hier. Und das zum Gerade machen? Musst du mal sehen. Eigentlich, ich habe alles damals mit dem gemacht. Guck mal, das ist ja gut. Ja. Ist gut? Ja. Du willst halt schon ein paar Millimeter drauf haben, aber auch nicht zu dick. Nur selber entscheiden. Nur rüber streicheln. Ja, perfekt. So schlecht ist nicht, ne? Ja, und wenn du den immer so. Schiebst du wieder runter, ne? Den so wieder. Hm? Na, Hacken. Ich mach mal, weil dann sammelt sich immer oben an. Ja, genau. So, und dann ich den immer. Ah, ja. Hm. Dann hast du ihn wieder frisch und kannst ihn wieder auftragen. Okay. Warum hält die hier so schlecht? Was wolltest du mir hier zeigen? Brauchst du eigentlich gar nicht. Aber den kannst du halt. Der ist immer geil, wenn er angefeuchtet ist. Mhm. Den kannst du dann auch so zum Glatt streicheln. Mach mal. Ich hab's mit dir noch nie gemacht. Ich finde das schon ziemlich gut so. Ja, okay, also ich würde da gar nicht viel. Okay, dann nicht. Dann lass mich lieber bei dir. Ja, ich meine, ich versuch mal einmal. Gucken, was passiert. Der ist richtig gut. Ja. Das ist halt das Problem mit dem. Du bist ja eine richtige Seite und eine falsche Seite. Ja. Nicht, weil ich den jetzt mache, ne? Ja. Okay, das ist ja blöd. So auch. Ja. Aber ich sag ja, wenn du so einen kleinen hast, ne, ja, den lässt du dann lieber einmal. Ja. Und dann machst du später dann einen Schleifen weg. Aber ich meine, der war trotzdem gut so, oder? Mit dem. Ja. Da brauche ich nicht unbedingt den anderen. Brauchst du einen Streicher nicht, ne? Dann kannst du den Streicher nehmen. Okay, jetzt bin ich ein bisschen mehr motiviert, dass ich das hier kriege. Wichtig ist immer irgendwie sauberes Werkzeug. Das ist sonst nervt, dass wenn du mal irgendwie einen Stein drauf hast oder irgendwann wird Spachtelmasse auch hart. Ja. Lieber einmal hier beigehen, den so. Und immer sauber machen. Einmal sauber machen, bevor der halt hart wird und wegfällt. Wenn er frisch angefeuchtet ist, muss man aufpassen. Fahrer am Spachteln. Ach, schon wieder. Du kannst alles mal ausprobieren. Du kannst auch den hier mal ausprobieren. Der hat aber eine richtige Seite, eine falsche Seite. Nee, der gefällt mir. Der ist keinen. Gib die Leute mal runter nochmal. Der ist gut, hat er nicht, weil ich komme irgendwie mit dem gut klar. Boah, das ist gar nicht schlecht. Also ich muss jetzt eine Mischung machen. Ja. Das sollte ich dir auch mal angucken. Was ist jetzt der? Frisches Wasser, da drin rühre ich an. Okay. So, guckt ihr, wie viel das ist. Immer so nach Gefühl irgendwie. Mhm. Und das ist ungefähr, lieber mal zweimal, dreimal anrühren. Jetzt kippe ich schon, oder man kann auch wieder Kelle rein. Ja, aber ich kippe den einmal ganz kurz zwischen so. Maschine. Am Anfang erstmal langsam, sonst staubt das. Fest, ein bisschen Wasser rein. Lieber immer ein bisschen rantasten. Und irgendwann merkst du es auch beim Rühren schon, wie doll der Widerstand von der Maschine ist so. Ja, aber das sagt mir ja noch gar nichts. Ja, also ich finde den. Der sieht so ganz gut aus, oder? Ja, den finde ich gut. Zu weich, dann rutscht er halt runter, dann hast du halt so eine Wellen in der Rampe.
Q&A-Zeit. Ich habe eine Frage bekommen, nämlich: Zanzi, machst du ein Playmobil-Zimmer für die Geschichten? Ja, das habe ich tatsächlich vor. Ich weiß nur noch nicht ganz genau, wo das hinkommt. Also entweder unten in meinem Aufnahmezimmer an der Seite oder vielleicht auch oben. Da wollte ich ein Musikzimmer reinbauen und vielleicht auch dort. Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn ich mehr weiß. Und die zweite Frage bzw. der zweite Vorschlag, was man denn auch machen könnte mit diesem Glasbausteinfenster, nämlich dass man von hinten bunte Farbe dran malen könnte auf die verschiedenen Steine und dann eine Lichterkette einarbeiten könnte. Ja, das hatte ich tatsächlich auch vorgeschlagen, aber es ist nicht so auf großen Anklang gestoßen bei Charlo, weil der meinte, das wird sehr kompliziert, weil dann muss man ja auch noch immer in die Wand rein. Daher wird das wohl nichts leider. Da bin ich wieder. Wir hatten gerade Besuch, eben war Isa und Elli da. Charlo ist gerade in Hamburg, der muss seiner Mama da ein bisschen kurz helfen und ja, da ist gerade ein wichtiges Gespräch mit dem Arzt. Deswegen kann er jetzt nicht hier sein und ja, wir müssen eigentlich weitermachen. Wir haben gerade eben eine Pause gehabt, die ein bisschen länger war. Das ist natürlich ein bisschen doof. Jetzt ist Ben gerade hier. Hallo! Am neuen Spachtel herstellen. Spachtelmasse. Geht weiter mit dem Feinspachtel. Ich kann ja schon mal eben ein bisschen zeigen, was wir geschafft haben. Ich bin gar nicht mehr zufrieden mit meiner Wand. Jetzt hat Ben da auch noch reingefasst, gerade da. Oh Mann, oh. Er dachte, es ist schon trocken. Was? Wo bist du? Da. Ja, das ist natürlich ein bisschen doof, aber sie sieht auch nicht so perfekt aus. Das ist, während Charlo dann erzählt hat die ganze Zeit, hat er so ein paar Sachen erklärt. Und dann ist währenddessen die Spachtelmasse immer trockener geworden. Und da war ja schon ein bisschen was auf der Wand drauf. Und dann, naja, sah es dann irgendwann leider doch nicht mehr so gut aus. Aber er meinte nur so, ja, ist alles gar nicht so schlimm. Ne? Man macht dann ja Spachteln und dann wieder schleifen und dann wieder spachteln und dann nochmal schleifen. Und dann ist man fertig. Jetzt hat Charlo gesagt, wir sollen einen Zahnspachtel nehmen. Gut, dass er nicht da ist und ich nicht genau weiß, was der Zahnspachtel ist, aber ich guck gleich mal. Ich glaube, ich weiß, wie der aussieht, aber er meinte, ich soll einen Zehner nehmen. What the hell? Keine Ahnung. Diese Wand ist auch fertig. Naja, so gut wie, ne? Also da hat Ben halt ein bisschen so gespachtelt und hier hat er dann weitergemacht. Da, das sieht sehr schön aus. Hier, da sieht man auch schon, da ist es ein bisschen trockener. Nee, da. Da könnte man vielleicht schon vorsichtig draufpassen. Ich glaube, bei mir ist es vielleicht ein bisschen viel Spachtelmasse drauf. Ja, die sieht gut aus. Wir müssen gleich auf die Leiter. Da oben fehlt noch extrem viel. Und diese Wand fehlt auch komplett. Und da auch. Ach mein Gott. Und das ist ja hier am Rumrödeln. Ah, das sieht noch ein bisschen feucht aus, ne? Noch ein bisschen feucht, glaube ich, oder? Ja, ich würde es auch ein bisschen. Ein bisschen noch, ne? Ein bisschen noch, ne? Ja, ein bisschen. Machst du ein bisschen, ja. Aber vorsichtig, ne? Keine Ahnung, wie viel man da so mehr macht. Lieber zu wenig als zu viel. Ja, zu null wie Wasser hinterher. Ja, ja, genau. Aber so viel brauchen wir vielleicht gar nicht. Ach doch, wir müssen ja noch das Ganze oben. Das ist ja auch noch. Ja, vielleicht auch. Ich weiß nicht. Sonst machen wir das irgendwo anders dran. Hier sind ja überall die Wände offen. Wird schon nicht schlecht. Ich habe auch ganz brav zwischendurch alles sauber gemacht. Und dann kam der Besuch. Und jetzt fühle ich mich ganz schlecht, weil wir nicht so weit gekommen sind. Aber heute ist sowieso schon wieder so ein Tag, ne? Leute, ich fühle mich einfach nicht. Ich will am liebsten nach Hause in meinem Bett. Ich will mich ins Bett legen oder auf die Couch und will einfach nur schlafen. Ich will schlafen und Urlaub und ich will eigentlich gar nichts mehr. Ach, Mann. So, da sind wir wieder. Ich zeige euch erstmal, was wir heute geschafft haben und dann gibt es ein paar nicht so gute Nachrichten. Wir haben das hier fertig geschafft, den ganzen Flur. Oh Gott, nicht dagegen. Alles gut, nichts passiert. Ja, wir müssen halt hier schleifen, wenn das dann trocken ist und dann nochmal spachteln, nochmal schleifen. Genau, dann müssen wir auf die andere Seite auch nochmal. Hier ist auch alles gut. So, das ist ja noch der Rohputz mit Ben, was los mit dir? So, und dann der Rest, den haben wir da oben noch, hat Ben da oben noch dran geklatscht. Jetzt mache ich gleich noch hier die Eimer sauber und wasche nochmal ab. Ach gut. Ja. Dann muss ich das nicht machen. Doch, du darfst auch gerne was du machen. Sagst, du machst die Eimer. Oh. Doch nicht. Also ich habe ja den ganzen Tag schon irgendwie so ein komisches Gefühl gehabt und so. Und jetzt hat Charlo eben angerufen. Oh Gott, ich sehe richtig blöd aus, ne? Hat angerufen und ja, seinem Papa geht es zwar soweit ganz gut, aber der Arzt war da und hat gesagt, es sind halt nicht mehr, also es bleibt ihm nicht mehr viel Zeit. Irgendwas zwischen Tagen und ein paar Wochen. Man war ja irgendwo so ein bisschen drauf vorbereitet. Aber trotzdem ist es jetzt schon, also ich finde es heftig, weil er jetzt auch wieder so ganz klar war. Und naja, was dadurch kam, weil halt die Medikamente so abgesetzt wurden, also bestimmte Medikamente wurden halt abgesetzt. Also es ist halt schon sehr heftig. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir halt die nächste Zeit irgendwie nutzen. Und wenn jetzt mal irgendwie kein Video kommt oder so, dann liegt es halt daran, dass wir vieles machen müssen. Es geht jetzt natürlich auch um seine Mama und so und da müssen wir
auch gucken, dass es ihr gut geht. Ja, ich bin, glaube ich, zerstreuter als die meisten heute. Ich weiß auch nicht, warum. Ich hatte so den ganzen Tag schon so diesen komischen Flow. Ich halte euch irgendwie auf dem Laufenden und sage dann halt, was aktuell so los ist und so, ne? Aber jetzt will ich erstmal irgendwie, eigentlich will ich nur nach Hause gerade. Aber es geht nicht. Jetzt müssen wir erstmal aufräumen. Wir müssen warten, bis Charlotte wieder zurück ist. Okay, alles Liebe an euch. Nutzt die Zeit mit den Menschen, die ihr liebt. Und seid nett zueinander. Verschwendet die Zeit nicht mit Streit. Tschüss. Da, 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 da. Ne? Nee. Heute nicht. Nee. Heute okay. Tschüss. Tschüss. Mach aus. Man glaubt noch so viel Zeit zu haben, nur um dann festzustellen, dass das Einzige, worauf man sich verlassen kann, ist, dass man niemals weiß, wie viel Zeit einem tatsächlich bleibt. Aber was ist schon Zeit? In schönen Momenten vergeht sie wie im Flug. In schlechten zieht sie sich wie ein zähes Kaugummi. Es ist also ein gutes Zeichen, wenn wir das Gefühl haben, es sei viel zu früh zu gehen. Denn es bedeutet, wie sehr wir die Zeit miteinander genossen haben. Und genau das möchten wir doch, oder nicht? Es ist also immer zu früh, wenn wir lieben. Wenn jemand geht, ist es die Kunst, die Trauer über den Verlust in Dankbarkeit und Liebe füreinander umzuwandeln. Denn Liebe kennt weder Raum noch Zeit. Liebe ist unendlich und wird uns stets im Herzen begleiten, egal wo wir gerade sind. 3 Tage nach dem Gespräch mit dem Arzt ist Charlots Papa friedlich eingeschlafen. Wir sind schockiert, wie schnell er sich verabschieden musste. Aber sind so froh, dass wir ihm noch alles sagen konnten, was wichtig war. Hier hinterlässt er eine riesige Lücke, die erst einmal mit neuen schönen Begegnungen und Erfahrungen gefüllt werden muss. Er war immer für jeden da und hatte das besondere Talent, mit Kreativität und Tatenkraft alle Probleme zu lösen. Wir vermissen ihn sehr, aber sind auch unglaublich dankbar für alles, was er uns beigebracht hat. Das Leben war für ihn ein Abenteuer mit der Familie und den Freunden. Es gab immer etwas zu lachen. Er hat sich nie zu ernst genommen und war für jeden Blödsinn zu haben. Wir lassen die schönen gemeinsamen Momente Revue passieren und versuchen, das Positive im Fokus zu behalten, auch wenn sich das manchmal als unglaublich schwer darstellt. Zum Glück sind wir nicht allein und können mit vielen Menschen, dessen Leben er bereichert hat, sprechen und weinen. Es fühlt sich so surreal an, als sei man in Watte gepackt. Das Gute ist, ich bin mir sicher, dass dieses Leben nur ein kurzer Abschnitt von etwas viel Größerem ist. Wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen. Wir müssen nur geduldig sein und in der Zwischenzeit das Leben so genießen, wie er es auch getan hätte. Bis demnächst, mein lieber Bernd.